Wir sind die Initiative für Demokratie und Aufklärung in Heidelberg. Wir sind heute hier und halten eine Mahnwache ab. Obwohl das Land Baden-Württemberg mittlerweile die Impfpflicht ablehnt und als sinnlos erkannt hat, verschickt das Landratsamt hier in Heidelberg Bußgelder an Mitarbeiter in der Pflege, die die Sinnlosigkeit dieser Impfpflicht schon viel früher erkannt haben. Wir demonstrieren gegen diese sinnlose und menschenverachtende Politik und gegen dieses Pflichtbewusstsein des Landratsamts und seiner Mitarbeiter, die gerade die Menschen bestrafen, die trotz erheblichem Druck ihrer Pflicht und ihrem sozialen Auftrag gerecht geworden sind. Wir sind der Meinung, das Landratsamt und die Mitarbeiter sollten sich daran ein Beispiel nehmen. Besser irgendwo eine 4 Quadratmeter Zelle aufgehoben. Warum denn? Besser. Warum denn? Dass wir andere Leute überhaupt nicht waren. Was für Behauptungen denn? Was für Behauptungen alles denn? Schwachsinn, kann ich nicht lesen. Wenn ich nicht ja, was denn? Was steht denn da? Hängt, oder? Was ist denn da? Was steht denn da? Was steht denn da? Du bist schon dabei. Bußgeld, Bußgeld für Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Ja. Ich arbeite im Gesundheitswesen. Ja, hast super du eine Ahnung? Ja. Schwachsinn. Was steht da? Was heißt Diskriminierung? Was der Regierung möchte, Gesetzen wie mich. Ja? Und viele andere Leute heute sind nicht gut. Finden wir auch nicht gut. Deshalb stehe ich auch da und protestiere. Okay. Und ich damals anfange, wie die Corona da war, ich habe die Interviews. Mhm. Aber ich werde beinahe in der Friedhof. Haben Sie Nebenwirkungen gehabt? Ja. Und habe gesagt, seitdem Schluss. Genau das sage ich auch. Genau das sage ich auch. Ich bin ein freier Mensch. Genau richtig. Will ich frei bleiben. Genau richtig. Wenn die Regierung was will, soll erst überall anfangen.